Wieder im Moseltal angekommen, gehen wir durch die Weinberge in Richtung Nordosten und folgen dem Fluss. Nach 3 Kilometern ist Ahn in Sicht. Ahn wird 1245 das erste Mal in einem Testament erwähnt. Laut diesem vermachen Alexander, Herr von Zollwar, und seine Gemahlin Hedwig dem Kloster Dieferdingen 500 Pfund. In diesem Testament wird auch sein Hof Ahn Curias de Ana erwähnt. Die späteren Grundherren vom Hof Ahn waren je zur Hälfte die Herren von Wincheringen und die von Reckschmidtburg. Wir beginnen die Dorfbesichtigung an der Mosel, wo wir rechts abbiegen in das Kleinod. Da Ahn erstmals 1245 urkundlich erwähnt wird, ist es also erheblich jünger als die meisten Moseldörfer. In den folgenden Jahrhunderten entfaltet sich Ahn langsam und zählt heute knapp 200 Einwohner. In dem niedlichen Ort, dessen Bild durch eine schöne Bausubstanz aus der Zeit um 1900 geprägt wird, erzählen sich die Einwohner, dass hier der erste Traminer und Muskat gepflanzt wurde. Ebenfalls der erste Luxemburger Sekt ist hier produziert worden. Vielleicht nur regionale Legenden, aber passen würde es zu dieser hübschen, vom Wein geprägten Ortschaft schon sehr. Die gepflegten Winzerhäuser finden sich charmant eingebettet inmitten der Weinberge. Die Weinberge und die daraus gezauberten Weine sind es dann auch, die Ahn so bekannt gemacht haben, auch über die Grenzen Luxemburgs hinaus. Heute ist Ahn das Dorf mit den meisten Erzeugerabfüllern an der Luxemburger Mosel. Als Ahn 2005 die Auszeichnung Blühendes Dorf erhielt, zeigen sich die sonst eher zurückhaltenden Bewohner verständlicherweise sehr stolz. Touristisch gesehen ist dieser kleine Ort also durchaus interessant. Mitten im Ort eine Landkarte, wo alle Winzerbetriebe eingezeichnet sind. In diesem Haus waren während des Zweiten Weltkrieges 7 Fahnenflüchtige versteckt. Diese Plakette erinnert an den Nazi-Terror an der Luxemburger Mosel. Es war eine schlimme Zeit. Das jährliche Weinfest in Ahn wird jedes Jahr von der im Jahre 1984 gegründeten Bruderschaft des Palmbergs organisiert. Die 8 Winzerbetriebe gingen dieses Jahr in ihre 33. Runde. Es findet am zweiten Wochenende im Juli statt und zieht Tausende von Weinfreunden in das idyllische Moseldorf. Eröffnet wird das Fest am Morgen mit einem Gottesdienst, wo der Wein wie gewohnt gesegnet wird. Nach der Messe tragen die Winzer ihr gesegnetes Produkt aus der Kirche zum Festplatz, was einem kleinen Umzug ohne Fanfare gleichkommt. Der Präsident der Bruderschaft hält seine jährliche Rede und erklärt den Zuhörern, dass sich viele Probleme bei einem guten Tropfen lösen lassen. In der Zwischenzeit haben sich viele Anhänger eingefunden. Danach werden 3 neue Mitglieder der Bruderschaft ernannt, die alle eine kleine Zeremonie über sich ergehen lassen müssen, bevor sie Mitglied sind. Diese besteht nur darin, ein Glas Wein auszutrinken, dies aber im Takte eines gesungenen Liedchens, wo eine gewisse Pantomime eine Rolle spielt. Kurz vom Färbung, weil mir schaut nach ihm. Ihr Glas am Tudel, der Frontibus, der Nasibus, der Mantibus, der
Das Glas muss natürlich ganz geleert werden. Danach das übliche Erinnerungsfoto mit Urkunde und Mitgliedschaft. Zeit, das Weinfass anzuschlagen. Der Wein wird an die Gäste verteilt und diese lassen es sich gut schmecken bei einem Plausch unter Gleichgesinnten. Gleich neben dem Festplatz sind zwei Schilder mit Spazierwegen ausgestellt. Einer davon ist die Traumschleife Wein- und Naturpfad Palmberg. Ein Teil davon führt durch das Tal des Donverbachs mit seinen Wasserfällen und dem Schluchtwald. Ein Winzer hat den Bodenteil der Befestigungspfähle in ein Bitumenbad gesetzt. Dies soll verhindern, dass diese im Erdreich verfaulen. Großartige Felsstrukturen, einzigartige Naturschutzgebiete mit seltener Flora und herrliche Aussichten in das Moseltal erwarten den Wanderer an jeder Ecke. 2015 wurde das Pilotprojekt Pellenbirsch zur Sanierung alter Weinbergsterrassen und zum Erhalt der historischen Trockenmauern der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Weinbergterrassen mit ihren Trockenmauern gehören seit Jahrhunderten zum charakteristischen Landschaftsbild der Mosel. Sie bieten einen natürlichen Lebensraum für Flora und Fauna und tragen zum Erhalt des Ökosystems und seiner Artenvielfalt bei. Durch ihre hohe Wärmespeicherkapazität bieten diese Anlagen hervorragende Voraussetzungen zur Produktion von Spitzenweinen. Trotz dieser positiven Eigenschaften auf die Weinqualität sind sie heute meist gänzlich aus dem Landschaftsbild verschwunden. Im Rahmen der Flurbereinigung wurden zur Steigerung der Arbeitswirtschaftlichkeit die Trockenmauern entfernt und durch maschinelle befahrbare Wirtschaftssysteme ersetzt. Zurück ins Dorf in die Palmbergstraße. Wir folgen der Straße in Richtung der Anhöhe. Die Terrassen des Palmberges gehen hinauf bis auf 300 Meter Höhe und bilden eine klimatisch herausragende Szenerie. Warum dieser Berg Palmberg heißt? Schon bei den alten Ägyptern galt die Palme als Symbol für das ewige Leben. In der christlichen Kirche hat sich seit dem 9. Jahrhundert der Brauch entwickelt, am Sonntag vor Ostern, also am Palmsonntag, eine Prozession durchzuführen, bei der auch Palmzweige geweiht werden. Da es an der Mosel aber keine Palmen gibt, wählt man Zweige des immergrünen Buchsbaums, der nur an besonders geschützten, milden Stellen gedeiht. Da der Buchsbaum dank der günstigen Klimabedingungen an diesem Berg oberhalb von Ahn anzutreffen ist, bekam dieser den Namen Pellenbirsch. Die ersten Weinberge sollen am Südhang des Palmbergs gestanden haben. Etwas oberhalb der Kuppe ist eine überdeckte Hütte, wo man sich ausruhen kann. Auf einer Gartenbank kann sich der müde Wanderer an Speis und Trank stärken. Ebenfalls sind einige Erklärungstafeln aufgestellt. Gegenüber von Ahn auf der deutschen Seite liegt der Ort Rehlingen. Dort sieht man einen Einschnitt ins Gelände. Der Volksmund sagt, dass Noah, als er hier mit seiner Arche vorbeikam, weit mit seinem Ruder ausholte und damit seine Kerbe ins Gelände schlug.
Ein Weg zwischen den Hecken hindurch führt zu einem Erklärungsschild, wo man einen sehr schönen Ausblick auf das Tal hat.